Sie sind hier, 23. September 2018, 14.37 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern James Rodriguez und Isaac Belfodil leisteten sich am 4. Spieltag unglaubliche Fehlschüsse Urheberrecht Sport 1 Grafik Getty Images Imago Bayerns James Rodriguez und Hoffenheims Isaac Belfodil treffen am 4. Spieltag das leere Tor nicht. Die beiden sind aber nicht alleine. Sport 1 zeigt historische Patzer. Der legendäre Fehlschuss von Frank Mill, der 1986 im Spiel gegen die Bayern nur den Pfosten traf, ist noch in bester Erinnerung. Doch der frühere Dortmunder ist nicht alleine. Seitdem haben zahlreiche andere Fußballer das leere Tor nicht getroffen. Am 4. Spieltag der Bundesliga reihten sich gleich zwei weitere Kandidaten ein, Bayerns James Rodriguez und Hoffenheims Isaac Belfodil. Sport zeigt historische Patzer vor dem leeren Tor.